Nichts geht über das schöne Gefühl, einen Geschützturm mit einer Granate besiegt zu haben. Müsst ihr mal ausprobieren, Leute, das lohnt sich. Ja, man fühlt sich echt geil, wie der größte Checker. Ah, jeder weiß sowieso, ich bin hier sowieso der Größte. Ja. Frag die Meute Klonsoldaten, die ich ausgemerzt habe. Oh Gott, der Ego-Trip wächst. Haltet mich auf. Oh, oh Gott, es ist dunkel. Gleich kommt wieder was. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Hier müsste aber wohl gleich was kommen. Wenn es eines gibt, was ich mehr hasse als kleine Mädchen und rumkugeln, dann sind es die Dinger. Boah. Ich meine, die Dinger fressen saumäßig Muni. Naja, egal. Fällt gerade auf, dass ich andauernd egal sage. Na, egal. Stört ja anscheinend keinen. So, was gibt... Ah, was? Telefon? Okay. Und das Ding? Nein, das nicht. Nein. Ach so, da. Was? Telekom? Verträge? Nee, ich kaufe nichts. Okay. Weiter geht's. Da habe ich schon bessere Schocker gesehen. Streng dich mal an. Ich sag ja schon nichts mehr. Gott. Ah. Grauenhaft. Ja, und hier komme ich nicht rein. Scheiße. Okay, da hilft dann also doch nur... Wieso nicht? Ah. Na gut. Da, ba, ba, da, da, ba. Da, da. Oh Gott, wie sie das anhört. Na? Hat er sie jetzt ausgequägt? Gut. Oh, Gott sei Dank. So, was zum... Ach, hast du endlich einen Lüftungsschacht gefunden, wo deiner Wampe entspricht? Das freut mich für dich. Meine Güte. Ich hoffe, der bleibt hängen und verreckt qualvoll. Spätestens jetzt merkt man langsam, dass ich den Typ überhaupt nicht abkann. Okay. Ich habe keine Ahnung, wozu das da sein soll. Ist mir jetzt, glaube ich, auch egal. Nach 3 Versuchen lohnt sich's nicht. Ah. Telefon. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Bill Moody. Hier ist Bill Moody. Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber wir hinken im Zeitplan hinterher. Ich bin immer noch in der South River Kläranlage, aber ich habe erste Ergebnisse für Sie. Alle Komponenten, auf die ich testen sollte, sind da, aber in erheblich höherer Konzentration als erwartet. Montagmorgen dürften Sie den Bericht auf dem Tisch haben. Bis bald. Ende der Nachrichten. Toll. Und das soll mir jetzt helfen? Oh Mann. Ja. Also teilweise sind die Dinge wirklich so irre informativ. Ich meine, da könnte doch irgendwann mal einer draufbabbeln von wegen. Ja, die Geschütztürme haben die und die Schwäche. Oder da und da gibt es einen Sicherheitscode, um die Türme abzuschalten. Nein, der erzählt mir irgendwas von Chemikalien. Oh Gott, jetzt verstehe ich auch den Film Kill Bill. Ich hab langsam einen Hass auf ihn. Aber die Lüftungsschächte bleiben uns treu. Sind uns auch jedem, der Half-Life gespielt hat, bekannt. Lüftungsschächte sind unsere Freunde. Oh Gott. Ich hab's momentan wieder mit Half-Life. Weiß Teufel warum. Da
wahrscheinlich, weil ich mir bei Alligator mal wieder voll die Kante gegeben habe, während der Half-Life zockt. Ja, an der Stelle könnte ich eigentlich mal ein bisschen Werbung mal wieder machen. Alligator 1024, schaut den Jungen an, der ist genial. Also ich lach mich schlapp, wie der Half-Life 2 zocken tut, so niedlich ist das. Naja gut. Ja. Okay. Das war ein Rückfall in die Baby-Lallsprache. Sorry. Ja, was wollte ich sagen? Schaut euch Alligators Channel mal an. Ich glaube, es lohnt sich für euch. Weil der Junge hat's einfach drauf und ist um Klassen besser als ich. Und da lüge ich nicht mal. So. Oh Gott, dunkle Gänge. Ich hasse dunkle Gänge. Ich mag keine dunklen Gänge. Warum ist hier alles so dunkel? Ah, okay. Ernsthaft, ich habe jedes Mal Bammel, dass die Kleider angehobst kommt. Da kann man mir 50 Klonsoldaten hinstellen. Ich habe Schiss vor einem kleinen Mädchen. Ja klar, ich musste sie ja auch bestellen. Wie viel sind denn das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Zwei. Mindestens 3 bis 4 müssten das sein. Ja. Oh Gott, jetzt Rätsel raten. Ja. Und? Da müsste doch noch einer da sein, oder? Ich weiß es halt nicht. Entschuldigung. So, Da ist was rot, das interessiert mich nicht. Okay. Es gibt auch rote Sachen, die mich interessieren könnten. Ah, und grün. Grün ist immer gut. Wie geht es weiter? Oh je. Ja, da dürfen wir jetzt mal ein bisschen im Kreis rennen. Meine Lieblingsfässer. Ja. Gut. Erschreckt mich nicht so. So. Bevor ich jetzt den Schalter drücke, besorge ich mir den Raketenwerfer. Weil gleich lernen wir einen neuen Gegnertypen kennen. Und Hull 83 lernt Lamsang deutsche Sprache richtig. Oh Gott, ich laber wieder eine Scheiße daher. Also, wie gesagt, wir lernen jetzt gleich einen neuen Gegnertyp kennen und die Typen haben es in sich, wenn du nicht gerade einen Raketenwerfer mit dir herumschleppst und massenweise Slow Motion. Und da übertreibe ich nicht. Ja, bloß ich pack den Kerlen einen Durchgang, ansonsten wäre das nämlich ziemlich haarig. Früher machte ich immer den Fehler, ja, ballerst du halt mal normal drauf. Pustekuchen. So, also, gehen wir mal in Deckung. Und hoffen auf das Beste. So, okay. Oh Mann, ich freue mich jedes Mal drauf. Komm und Metal Gear! Scheiße! Fuck!